So. Der ist auch gleich wieder voll. Was hat der Mähdrescher? 32%. Gut. Was sagt der Diesel? 72, 71, 82. Ja, alles klar. Also tanken müssen wir noch nicht. Ein Glück. Naja, bei den Benzin, bei den Spritpreisen kein Wunder. Feld 5, 20% fertig. Top-Sache. Das bisschen hier sollte eigentlich noch reichen, um den gleich voll zu machen. Oder? Ah, fast. Was sag ich? So. Viehhändler, Verkauf, Fahr. So, der braucht jetzt 6 Minuten bis da hinten hin. Hä? Digga, wie fährst denn du jetzt? Nee! Stopp! So, jetzt aber. So, hier aus. Gott, das ist auch. 151.000. Ah. 151. Ah. Könnten wir uns den hier holen? Aber nö. Eher einen größeren. Ah, so ein Fendt. 280.000. Obwohl ich sagen muss, der Klaas sagt mir auch so zu, ne? Und dann mit 445 PS. Mit schönen Breitreifen drauf. Für 341.000. Ja, sieht geil aus, auf jeden Fall. Oder doch eher ein John Deere. Oder der Fendt Vario. 1000 Vario. Das ist natürlich auch eine schicke Maschine, ne? Mit 517 und natürlich Breitreifen. Oder Zwillingsreifen. Schön. Ja, mal gucken. Oder hier den Deutz. Der hat 336. Denn in Schwarz. Sieht auch gar nicht verkehrt aus. Hellgrau. Beige. In beige oder hellgrau? Also denn eher lieber beige. Und dann nö, mit Breitreifen. Also so gefällt er mir besser. Grün muss der Hirsch haben. Meinst du so? Grün-gelb? So hier? Oh, Knicklenker. Abartig. So, er ist auch gleich da. Ja, ich weiß, du hast einen vollen Korntank. Ja, gleich. Okay, gleich. Machen wir gleich. Geld, Geld, Geld. Ja. Grün-Gelb muss er haben, ich weiß. Ja, ist so. Okay. Schicke ich ihn jetzt hin. Feld 2 ist am dichtesten.
Dein Ernst? Ach, hör doch auf. Fahr ich halt selber. Oh, fahrt der nu schon wieder. Naja, gut. Fahren wir halt fix selbst den Weg. Du ahnst es. Ja. Gelb-grün geht in die richtige Richtung. Ja. Obwohl, warte mal, wir könnten ihn eigentlich zu Feld 5. Fahr da mal hin und dann gucken wir mal. Irgendwo muss ja sich ein Fehler eingeschleicht haben. Irgendwo. Ah! Holy Energy hat einen neuen Geschmack rausgebracht. Der würde sogar dir zusagen. Ja, das stimmt wohl. Da hast du wohl recht. So. Frag mich jetzt nicht. Ich kann ich dir nachher sagen. Müsste ich näher noch mal gucken, wie das heißt. So, wo hat sich jetzt hier ein Fehler eingeschlichen? Dass er da nicht hinkommt. Fehlersuche. Jetzt muss mal gucken. Bei Holy Energy. Muss mal im Internet gucken. Irgendwas mit Pfirsich? Ich glaube, Pfirsich war das. Pfirsich noch irgendwas. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Kriegt ihr das nicht gebacken, weil sich die hier beiden überschneiden oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich ehrlich bin. Aber. Komisch, dass er da keinen Weg hin findet. Geht doch jetzt. Warte mal, wenn ich jetzt Öl verkaufe. Da kommt er ja komisch. Ach so, da muss ich ja auch noch. Ja, das werden wir aber ein anderes Mal machen, das Einfahren. Sieht zwar alles aus wie Kraut und Rüben. Aber es funktioniert irgendwie halbwegs. Ich glaube, irgendwas mit Pfirsich war das gewesen. Hab ich heute gesehen, ja. Es müsste so ein schwarzer Panther drauf abgebildet sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, einfach mal gucken. Oder ich sag dir das nachher. So. Es gab auch welche, die haben davon sogar ein Probierpaket bekommen. Hätte ich auch gerne. Dafür hätte man bloß den Geschmack richtig erraten müssen. Also zumindestens, ne, was für ein Geschmack das eventuell hätte sein können. Und ich wusste. Irgendwelche haben da was reingeschrieben, ja. Ich glaube, irgendwie drei Leute hatten das irgendwie richtig.
Und die haben dann so ein komplettes Papierpaket für umsonst nochmal bekommen. Aber ist okay, kann man mal machen, ne? Nicht weiter wild. Irgendwie so. Ja. Yo, 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 Mr. Kina. Du bist ja auch wieder da. Echt? Eine halbe Stunde? Ich brauche dafür maximal 4, 5. Und selbst dann bin ich noch müde. Ja, also. Oh, kenne ich. Ach ja. Siehst, ich wollte noch mal nachgucken, was das für ein Geschmack war. Peach Panther ist das. Heißt der neue Geschmack. Also sieht gar nicht verkehrt aus. Bräuchte man auch ein Probierpaket von. Aber ich habe leider keins. Doch, den stellen sie in 72 Stunden vor. Das ist saftiger Pfirsich und süß-aromatische Aprikose. Hört sich zwar komisch an, aber ja, guck mal, die anderen haben auch geschmeckt von denen. Das glaube ich dir. Aber ihr könnt ja beide schon mal anfangen. Ich daddel hier noch ein bisschen. So, leicht. Einfach mal vor mich her. In 72 Stunden wollen sie den definitiv enthüllen. Mal gucken. Bin ich mal gespannt. Doch, du kannst ihn finden und zwar bei denen auf der Instagram-Seite. Daher habe ich das. Habe ich mir gedacht, so, ja, perfekt. Ja, mal gucken. Also, ich weiß, die sind ein Stück teuer, aber was hältst du davon? So, wenn ich ehrlich bin, weiß ich das noch gar nicht, wie lange ich noch auf meinem Acker bin. So ein bisschen rumackern auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen Zeit zusammenkriegen, damit ich die Folgen bei YouTube noch reinhauen kann. Und ja, mal gucken. Vielleicht noch eine halbe Stunde oder so. Noch. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ihr könnt beide ruhig schon gerne anfangen, um Gottes Willen. Ich stoß denn dazu. Ihr spielt ja bestimmt wieder über Xbox, ne? Oder? Naja, siehst du. Ja, vielleicht noch eine halbe Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß es noch nicht.
Ja, moin. Alles klar. Danke. Ja, ich hab noch nicht geupdatet. Aber ich danke dir für die Info. Finde ich klasse. Dann weiß ich ja, was ich mal demnächst machen sollte. Updaten. Aber funktioniert denn jetzt Autodrive und CursePlay auch bei der neuen Version? Bei der 1.4.1? Philowitz87, danke für dein Follow. Bei der neuen Version von hier, von LS? Weil die hatten da ja zwar jetzt ein Patch rausgehauen, aber. Boah, ich weiß das noch nicht. Ich hab's nämlich zurückgemacht. Und Stoff. Ah, mal gucken. Wird schon werden. Hat gestern Laune gemacht mit mir? Macht immer Laune. Ja, du kriegen wir nachher hin, ist kein Problem. Was? Ich fahre gerade ein paar Muster? Ich fahre immer Muster. Was für Muster? Hä? Was meinst du mit Muster? Ach, du meinst auf die Jacke? Joa. Ja, dauert halt immer so eine paar Minuten, ne, bis man sich eingespielt hat und dann geht's. Dann läuft's auch von alleine, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich denke mal, dass wir mal auch zu dritt einfach mal den Stream anschmeißen sollten, denn bei Gelegenheit und dann einfach mal Feuer freigeben. Ja, paar Ringel muss der, weißt du? Ja. Er hat Spaß gemacht gestern auf jeden Fall. Ne? Kann ich nur so bestätigen. So. Mal wegbringen hier das Zeug. Brauchen Geld. Und falls ihr den Stream irgendwann nochmal nachgucken wollt, ist. Wird auf jeden Fall bei YouTube reinkommen. Für die, die es interessiert.